Das war die Lösung aller Probleme. So. Durch den Waggon laufen ist schon ein bisschen nervig immer, finde ich. So, genau. Jetzt kommt der Zombie aber raus, oder? Dann eben nicht. Inventory. War total schlau von mir. Inventory verwenden. Das brauchen die jetzt nicht. Ach. Muss ich mir direkt hinstellen. Das ist eine Zugklappe. Zum Öffnen brauchen sie irgendein Werkzeug. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Billige Wartungsschacht betreten, ja. Goodies. Ich dachte, die beiden seien jetzt wieder getrennt, aber die sind zusammen durch. Okay. Was wir brauchen, glaube ich. Ha, genau, Goldring. Das brauchen wir nämlich. Ach, hätten wir gleich verwenden können. Kombinieren. Jetzt können wir auch untersuchen und das Ding hier öffnen. Ach, wir brauchen noch einen zweiten. Stimmt. Das ist jetzt blöd. Goldring passt perfekt. Ja, wir brauchen noch einen zweiten. Verdammt. Aber. Moment, Moment, Moment. Wir müssen hier raus. Und ich weiß, wie es weitergeht. Keine Panik. Ich weiß, was wir zu tun haben. Genau, dieses Ding hier nehme ich. Boah, jetzt wackelt hier auch alles so. Ja, obwohl, das Wackeln von dem Enterhaken finde ich jetzt doch ein bisschen unnatürlich. An der Wand befindet sich ein Greifhaken. Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. So. Moment. Der nimmt nämlich wieder zwei Plätze ein. Und den blöden Akkupuffer kann ich mitnehmen. Können wir tauschen? Nee, weil wir gerade nicht in der Gruppe sind. Ach, Escape. Nicht nix. Ja, auch nur ein Platz weg, deshalb können wir austauschen und Rebecca einfach den Koffer geben und da sollte das jetzt eigentlich alles funktionieren. So, du stellst dich hier hin, Billy, und Rebecca betätigt den Hebel. Ja, ja.
Idee kommt, an den Greifhaken. Dankeschön. Greifhaken, Bedienungsanleitung. Warnung, dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden oder spezielle Züge zu verbinden, nach Verwendung an den richtigen Ort zurückbringen. Hinweis zur Verbindung. Erstens, Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Zweitens, klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens zieht sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilo wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Okay, das heißt so viel wie nur Rebecca kann. So, hier haben wir Gewehrmunition, bisschen Benzin und ein Erste-Hilfe-Spray, brauchen wir alles nicht. Die Tür wurde aufgeschlossen, das freut mich. Ah, da ist er ja, unser Zombie, den ich schon die ganze Zeit erwartet habe. Hände weg! Errungenschaft freigeschaltet. Hier ist nur eine Flasche für Molly. So, okay. Na, jetzt müssen wir ja den ganzen Mistclay wieder tauschen, weil ich glaube nicht, dass... Oder sollte es nur heißen, dass nicht beide hoch können? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich versuche es einfach mal mit Billy. Aber wenn ich mir so die Größe von Billy angucke, ich glaube, der wiegt mehr als 80 Kilo. Weil er auch ein bisschen muskulös ist und alles, ne? Wir müssen noch am Wagen weiter, ne? Nein, wir waren zu weit. Zurück, ne? Da ist es nämlich. Ach Mann. Dann verwenden. Das klappt tatsächlich mit Billy. Ich dachte schon. Hier rein. Sieht aus, als befände sich unterhalb des Spalts ein Passagierabteil. Durch den Spalt springen? Ja, bitte. Und hier steht ja immer noch der Zombie, der nicht sofort auf uns reagiert, erst wenn wir uns bewegen. Guck mal, wie schön er lächeln kann. Also ich finde hübsch so das Lächeln von ihm. Okay, du musst jetzt trotzdem. Tut mir leid. Auch wenn du schön gelächelt hast, sieht übrigens aus wie First Class hier, das Ding. So, wir brauchen nämlich das Ding, was da liegt. Es rennt Billy mit zwei Erste-Hilfe-Sprays rum. Oh, das können wir erstmal wieder ablegen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Ich würde gerne Ditte nehmen. Schmuckkasten. Und dann würde ich Schmuckkasten untersuchen und Schmuckkasten öffnen. Sehr schön. Da haben wir dann das zweite Ding. Und natürlich hat der den Cover jetzt Rebecca. Ja. Sonst noch irgendwas Interessantes? Das sieht aus wie eine Machete. Brauche ich nicht.
ist lecker. So, jetzt sind wir nämlich hier hinten. Genau. Sehr gut. So, hallo Rebecca. Come on. Roger. Silberring austauschen. Ja, machen wir mal so und dann kombinieren und untersuchen. Und jetzt können wir das Ding auch öffnen. Wurde aufgesperrt. Ja, bitte öffnen. Genau. Und so ein Riesenaufwand, also erstmal, man benutzt eine komplette Aktentasche und dann so diesen Riesenaufwand, da zwei silberne Teile reinzutun, für eine Magnetkarte. Für eine beschissene Magnetkarte. Blaue Keycard. Warum? Warum macht man da so einen Aufwand? Die haben eigentlich beide ungefähr gleich viel Heilzeug. Muss ich mal so feststellen. So. So, kann man das eigentlich auch splitten? Glaube nicht, ne? Könnte es leider nicht splitten. Dann behält das Billy erstmal. Die Farbbänder. Ja, wir haben jetzt die Keycard jetzt nach hinten. Genau. So war das. Und dann kommt ein ganz toller Abteil. Da freue ich mich ja schon. Wer von euch hatte jetzt die Keycard? Rebecca hatte sie, ne? Dann läuft Rebecca auch vor und nutzt die Keycard. Keycard, Keycard. Verschlossen. So, verwenden. Das brauchen die jetzt nicht. Muss man sich aber exakt so hinstellen, dass man es hinkriegt. Ja. Ich habe die richtige Karte. Nice. Die Tür wurde aufgeschlossen. Komm mal wegwerfen, ja. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes to... Huh? What happened? Ja, das sind die beiden Madenfutter. So, und da ich so ein kleiner Schisshase bin, gehe ich jetzt nochmal speichern. Ah, Billy hat's ja alle, ne? Ich glaube nicht, dass es nötig ist, nochmal zu speichern, aber wie gesagt, ich speichere lieber einmal zu viel als zu wenig. Weil das Spiel halt die tolle Angewohnheit hat, wenn man stirbt und nicht gespeichert hat, darf man alles normal machen. Ich habe jetzt keinen Bock, alles normal zu machen. Aber ich denke nicht, dass es von sein wird. Also, Speichern beendet. Dankeschön. So, jetzt können wir auch das machen, was ich vorhabe.
Wir gehen in den Lokführerwaggon.